Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Rome Remastered, dem auch Remastered meines ersten Let's Plays. Wir spielen immer weiterhin die griechischen Staaten, also Griechenland, und wollen jetzt die Insel Kreta endlich mal einnehmen. Und da beginnen wir einfach mal den Angriff. So, das sollte relativ eindeutig werden. Wir haben 500, die haben 400, aber die haben keine starken Truppen. Wir haben hier Elite-Leute dabei und Reiter. Nein, nicht so viele Elite-Leute, ne? Zwei Einheiten. Drei Einheiten Elite-Leute. Ah, das sollte trotzdem klappen. Dann gehen wir Schlacht auf dem Schlachtfeld austragen. Der Plan, der nicht verändert werden kann, ist schlecht. Wahre Worte. Düsterer, schrecklicher Tag dämmert. Aber wie schrecklich erst für unsere Feinde, die jetzt den Söhnen von Herkules, Achilles und Zeus gegenüberstehen. Die Angst schwächt ihren Mut. Nun seht nach vorn. Markiert das Ziel und lasst uns die größte Sorge des Feindes sein. Sehr gut. Unser General hier ganz hier vorne. Da haben wir gerade mal nah auf sich gesehen von hinten sogar. Da vorne. Ohne Helm oder alles mutig voran. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir nicht so viele Einheiten dabei. Reichen zwei Gruppierungen und dann würde ich sagen, geht's los. Ist keine große Stadt, sogar nur ohne Mauer. Da haben wir natürlich einen großen Vorteil. Ist das der General direkt? Nehmen wir doch direkt mit. So. Dann wollen wir gucken, dass wir den. Das wäre auf jeden Fall nee, die Reiter hier schon mal. Ich weiß gar nicht, wo ist denn da? Ist der unser General hier auch bei den Reitern mit dabei? Müsste ja, ne? Das hat schießen, ne? Nicht drauf, nicht. So, dann zurück zu. Hat aber einige schon ausgeschaltet hier. Dann werde ich jetzt mal dann schicke ich gleich den Nahkampf. Wo haben wir den Nahkampf hier? Nahkampf erzwingen? Genau. Die Götter haben den feindlichen General mit Angst erfüllt. Sehr gut. Ah, er ist tot. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Lobet die Götter! Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Hier sehen wir doch mal. Sind das, das sind Milizobliten. Also das dürfte sogar so sein, dass wir das eventuell verlieren, nur Milizobliten. Aber da kommt unsere bessere Verstärkung. Dann wollen wir die auch mal hier. Sehr gut. Dann hätte ich nicht gesagt, dass du nicht schießen sollst. Gut, dann wollen wir hier mal angreifen. Weiter. Weiter marschieren. Wo sind die anderen? Sind hier noch irgendwelche Truppen von denen? Nö. Kreta-Bogenschützen. Die könnten wir eigentlich mal ausschalten, indem wir die hier hinten entschicken. Dann hier mal auf die Kreta-Bogenschützen von hinten laufen lassen. Wo ist unser General hier vorne? Okay.
sondern ein Hauptmann, ist kein General. Hatte ich vorhin auch gedacht, das wäre ein General, aber ist ja nur ein Hauptmann, den wir heute dabei haben. Wir haben überhaupt keine General-Zombie hier. So. Die werden ja schon ganz schön dezimiert dadurch die... Ah, oder wir schicken sie hier hinten rein. Um sie ein bisschen zu umkreisen dann. Die Reiter. Genau, dann könnte ich schon mal ein bisschen auf die Bogenschützen feuern. Die kämpfen jetzt gegen die einzigen Hopliten. Was haben wir hier? Piraten, ja, dann komm, dann lass uns mal angreifen. Sollte der jetzt nicht angreifen? Was machen die da schon wieder? Truppen! Alter. Manchmal aber auch echt so blöd. Hier weiter. Geh doch mal raus und ihr dürft laufen. Dass hier nicht alle von unseren Reitern sterben. Stehen auch wieder nur rum, ne? Also irgendwie... Die Armee hat es nicht so mit dem Laufen. Die stehen irgendwie so viel nur rum und kommen nicht weiter. Naja. So, der hat... Oder schaffen unsere Pferde das sogar, die fertig zu machen. Das wäre ja auch stark. Und komm weiter. Wir haben ja noch mehr Truppen. Ich hoffe nicht, dass das unser General ist, der da gerade... Weil das könnte so moralmäßig dann nochmal schwierig werden. Mal gucken. Ich meine, das sieht. Ja, ich sollte meine Pferde nicht in die Hopliten schicken. Ja, ich weiß, aber. Es sind so wenige noch, die Gegner haben. So. Dann lassen wir die auch nochmal dazu angreifen. Dann sollte das gleich auch erledigt sein. Dann sind glaube ich nur so ein paar Kreta-Bogenschütze noch. Wie viele sind da noch? Einmal hier oben gucken. Drei Leute. Fünf Leute, nicht drei Leute. Na komm, könnte die zwei Leute jetzt auch noch erschlagen, da? Immer noch fünf? Was macht ihr? Mögt ihr es rumzustehen oder was? Ja, die Reiter laufen ein bisschen. Sag mal, Leute. Mögt ihr euch hier gerne die Leute anstarren oder was? Jetzt greift die an! Mich verarschen?
mussten erstmal die Nahkämpfer daran, um die anzugreifen. Dieser heldenhafte Sieg ist der griechischen Soldaten würdig. Naja, weil wir haben viel zu viel Truppen verloren, das war irgendwie so halb gut, aber egal. Ja, 189 Leute verloren bei denen. Ist schon echt ein bisschen, naja. Gut, aber trotzdem haben wir Kreta erobert. Das war ja eh so eine Sache, die wir eh die ganze Zeit machen wollten. Dann haben wir schon mal das geschafft. Wir wollten gleich noch Byzantinum einnehmen. Ich hoffe, vielleicht ist das sogar die letzte Stadt von Thrakien. Dann hätten wir fast schon gewonnen. Oder hätten wir sogar gewonnen. Mal gucken. Ich spiele nur eine kurze Kampagne. Und dann gucke ich mal, wie gut das ankommt. Und wer noch Lust hat von euch, wie viele Leute noch weiterschauen wollen und die längere Kampagne sehen wollen. So. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir so viele Leute versklavt haben, dass die nicht irgendwie dann Aufstand hier planen. Das ist mal ein bisschen doof. Deswegen vielleicht nicht zu oft machen. Mit dem wollten wir die angreifen. Jetzt rennen die schon wieder weg. Jetzt. Wollen wir das auch? Ach komm. Das wird zwar keine Schwierigkeit, das wird eher Gemetzel. Rebellenabschaum. Ein ungezügelter Haufen ist so wenig eine Armee, wie ein Haufen Baumaterial ein Haus ist. Müssen wir die Rebellen jetzt nochmal hier vertreiben? Männer, diese Schlacht ist unausweichlich. Aber der Sieg ist nicht entschieden. Kämpft wie wahre Söhne des Achilles und der Sieg gehört uns. Morgen schon werden wir lächeln und uns unsere Taten erinnern und auf unsere Götter trinken. Hey, dann Positionierung starten. So, jetzt ist er aufgeteilt und dann lass uns loslegen. Was haben die denn für eine Formation hier? Ach nee. Da kann die Bäume hier so halb, aber nee, alles gut. Da hinter die Formation. Das dürften auch griechische Rebellen sein. Ja, ja. Das. Die haben auch Obliten, aber das sind so Milizobliten. Das ist ja, wie gesagt, Elite gegen Milizobliten. Das hatten wir schon mal gesehen, dass das nicht. Also eher ein Vorteil für die Elite-Obliten logischerweise ist. So. Können die eigentlich schon mal vorschicken, dass die schon ein bisschen drauf schießen. Die sind ja eh im Plänkler-Modus, dann laufen die eh wieder weg. Wir haben selten offene Schlachten bisher in der Kampagne gehabt, ne? Muss man ja sagen. Wo war denn das, dass man das wegschalten konnte? Man konnte doch hier irgendwo. F8. Ne, hier. Hier. Hier war's, ne? Genau. Hier könnte man nämlich diese Ansichten wegschalten, falls euch das auf den Keks geht. Ich finde das ganz gut, dass man sieht, wo die hinlaufen. Oh, jetzt ist weg. Kommt jetzt auch mal wieder? Nö, keine Ahnung. Irgendwie darüber wieder? Ist egal, mich brauchst du auch ehrlich gesagt nicht. Aber nee, wenn man draufklickt, hat man sie wieder. Genau, wenn man eine Armee auswählt, dann hat man wieder diese Übersicht, wie die gerade stehen. So. Dann machen wir hier gleich die Flanke zu. Und eventuell ein bisschen noch hier ein bisschen. Wie viele Reiter haben die denn? Milizkavallerie. Steht da immer im Krieg dahinter? Ja, logischerweise, dass die Fernkämpfer im Krieg sind. Sonst würden die hier nicht rumlaufen. Friedlich laufen sie gerade friedlich hier durch die Gegend. Aber steht das überall im Krieg dahinter? Das wäre ja sehr sinnlos. Nee, irgendwie steht hier nur. Ach, mit dem bin ich im Krieg. Ach,
Wenn man nicht Verbündete von Feinden unterscheiden kann. Ah, jetzt weiß ich, wofür das ist. So. Sind das hier? Pfeiltasten, gut, Angriff. So. Wir können hier drauf feuern, genau. Das ist eine gute Idee. Passt mal eh mal auf, dass ihr nicht mehr General wegschießt. Geht mal lieber auf den drauf. So. Oh, da laufen sie schon weg. Direkt in meine Truppen. Auch schön. Ja gut, die laufen da weg, die laufen da weg. Die haben noch einmal schwere Pfeiltasten. Und dann haben wir noch mal einen Milizgeneral. So Milizkavallerie. Mit dem General. Hatte nichts allzu Schweres. Stuff? Okay. Ja, gut. Da vielleicht nicht einlaufen. Die können wir zumindest mal. Dann würde ich sagen, mit denen können wir erstmal auf die letzten Nobiten hier noch gehen. Und dann könnt ihr so langsam euch auf den General konzentrieren. Ja, guck mal, jetzt greifen sie an. Sehr gut. Wo sind meine Fernkämpfer? Da laufen sie. Der feindliche General flieht. Stoßt weiter vor, sodass auch der Mut seiner Armee schwindet. Ich hoffe, dass wir möglichst viele von denen ausgelöscht kriegen. So. Ach guck mal, der Captain sogar im Nahkampf. Den Göttern. Der feindliche General ist tot. Gut, dann wollen wir mal die restlichen Einheiten hier noch verfolgen, dass wir da möglichst viele noch ausgeschaltet kriegen. Weil sonst laufen die nämlich weiter. Aber ich glaube, die sollten nicht weiterlaufen, weil die eh schon keine Bewegungspunkte mehr haben. Also der Rebellen-General. Dann sollten wir die auch relativ schnell besiegen können. Der ist außer Reichweite. Okay. Schicken den mal weiter. Hier, komm. Möglichst viele Truppen ausschalten. Ja, ich würde mal sagen, war in Ordnung. Aber dadurch, dass wir mega überlegen waren. So mal, wie viele Griechen hier stehen. Sehr cool aufgereiht hier. Aber das sind die Miliz, ne? Das sind genau, das sind unsere Elite-Truppen hier. Sieht man schön am Helm. Hopliten, hoplitische Söldner. Hoplitische Söldner? Was ist das denn, Söldner-Hopliten? Das sind unsere Elite-Hopliten. Da sind sie, wollte ich gerade sagen. Hier, das sind unsere Elite-Hopliten. Hopliten. Wo lauft ihr noch? Nee, ihr könnt eigentlich den auch mal ausschalten. Dieser heldenhafte Sieg ist der griechischen Soldaten würdig. Ich glaube nicht, dass viele überlebt haben. Von den Gegnern. 42, ja, die werden sich nicht neu formieren. Außerdem, glaube ich, können sie sie nicht. Ja gut, das hatten wir vorhin schon den Spruch. Wir müssen in der nächsten. Ja, jetzt diese Folge, was wir schaffen? Ja, können wir diese Folge noch machen. Wir werden diese Folge noch hier Byzantinum einnehmen. Also hoffentlich. Dann würde ich sagen, machen wir noch das. Und dann war es doch für diese Folge. Mal gucken, wie viele Siedlungen die überhaupt noch haben. Aber die haben keine Verstärkung. Dahinter standen noch Truppen. Ich dachte, die kommen noch zur Verstärkung. Aber kriegen sie gar nicht hin. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Schlacht starten. 300, ja, das ist eindeutig. Ich weiß nicht, was wir haben. Das sieht aus wie Holzmauern auf jeden Fall. Dann haben wir auch wieder ein leichtes Spiel mit unseren Rammböcken.
Sollte keine allzu schwere Schlacht werden, hoffentlich. Ihr Katapult, die war auch noch gar nicht, ne? Aber wir sind auch noch gar nicht technologisch so weit. Also Sparta baut sich ja aus wie verrückt, die ganzen Gebäude. Aber technologisch sind wir noch überhaupt nicht so weit, dass wir jetzt mal hier Katapulte bauen können. Er wird blutig sein, komme was mag. Aber wir sind freie Männer, die ein bisschen Blut nicht fürchten. Jetzt stoßt in die Hörner! Das mit den Hörnerstoßen haben sie nicht kapiert, ne? Nun seht nach vorn. Markiert das Ziel. Und lasst uns die größte Sorge des Feindes sein. Ich wollte sagen, stoßt in die Hörner und unsere Soldaten alle, hey, sollt die Hörner blasen. Also in die Signalhörner. Wartet auf meine Befehle. So, und dann wollen wir mal die Armeen formieren. Einheiten. Ach, da sind, genau, das sind die spartanischen Obliten hier. Was haben wir hier? Fernkämpfer auf der 3. Auf Rambok. Okay. Sehr gut. Dann Schlacht starten. Hierauf. Dann die Fernkämpfer rausholt schon mal. Sind dann immer dieselben Mauern, ne? Also da hat man immer, kann man so eine Taktik anwenden. Bei großen Mauern muss man ein bisschen anders vorgehen. Aber hier funktioniert das mit diesen 3 Rammblöcken echt ganz gut. Wir hatten jetzt auch noch nicht wirklich eine Schlacht gegen eine wirklich große Stadt, ne? Also wenn wir eine Stadt eingenommen haben, die jetzt wirklich so dicke Mauern hat. Können wir auch schon mal hier vorne hinstellen. Können wir die hier schon mal ein bisschen... Was haben die denn auch so griechisch, ne? Das Rakin scheint auch so... Zumindest so politisch hier zu sein. Auch nicht so barbarische Truppen. Da werden sie schon wieder geschossen. Sind aber auch alles Milizobliden. Nichts Gefährliches an Truppen. So. Dann läuft man da schön durch. Fahr die bitte nicht um. Mal gucken, was passiert. Fahren die um? Nee, die laufen weg. Okay, ich war mir nicht ganz sicher, ob die weglaufen oder ob die umgefahren werden. Hm? Unsere Soldaten sind am Tor. Jetzt müssen sie es niederrammen. Unsere Soldaten sind an den Mauern. Jetzt müssen sie sie niederrammen. Schon, unsere Truppen stehen auch schon bereit, ne? Dann lass uns mal hier 2 hinstellen. Hier scheint die Hauptarmee zu sein. Dann hier. Da noch welche. Kommen die Spartianer müssen immer mit an die Front direkt. Auch wenn es nur noch, wie viele sind es? 15 oder 15? 15 Leute, ja. Ja, die sind schon seit Anfang an dabei. Das ist mega krass. Die wurden schon am Anfang des Spiels zwar nicht schon erstellt oder ausgebildet. Konnte ich halt nie aufbessern. Da sind sie fast durch. Hier brauchen sie noch ein bisschen. Das feindliche Tor ist durch. Ist durchbrochen. Unser Rambok hat gute Arbeit geleistet. Komm rein. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. General, Einheiten formieren. Schon mal nach hinten hinlaufen, dass wir zumindest ein bisschen bessere Moral kriegen, wenn der General in der Nähe ist.
Wie weit müssen die noch? 34, okay, ein bisschen haben die noch. Die Söldner, ja gut. Die Fernkämpfer kommen da erstmal in Kampf, was nicht so gut ist. Aber da kommen ja unsere Truppen auch nach. So, sind durchbrochen. Auch durch. Der Weg in die Stadt steht unseren Soldaten offen. Befehlt den Angriff. Gut, jetzt schließen wir sie ein. So, rein. Und der General von denen könnte auch fast sterben. Der feindliche General flieht. Stoßt weiter vor. Na gut, vor, vielleicht kriegen wir ihn, da stirbt er ja direkt. Da ist er doch. Nee, das ist mein General. Naja, die haben wir leider nicht besiegt. Der ist, lebt leider noch. Schade. Ist nur geflohen. Können wir auf jeden Fall schon mal die Truppen schicken, dass wir schon mal hier angreifen können. Warum? Weil unseren General, ach, die würde ich noch mal beide zurückhalten, die Reiter. Würde ich mal das hier schicken oder so. Und hier. Mach doch mal an. Boah, eigentlich können wir jetzt doch mit Masse sagen, hier, löst die Formation auf, löst die Formation auf und Vollangriff. Ein Sichelkämpfer, das ist eh gut. So. Also normale Nahkämpfer. Sie greifen uns an. Ein, Attacke. Der feindliche General läuft davon. Das hat schon wieder weg. Ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Lob sei da haben sie ihn erschlagen. Der feindliche General ist tot. Seine Männer wissen, dass sie kurz vor dem Untergang stehen. Und da kommt unsere gesamte Armee. Wie gesagt, die können wir einfach laufen lassen. Das ist nicht das Problem, dass wir jetzt... das sind so eine Übermacht. Die werden die einfach überrennen, denke ich mal. So, da... Laufen sie noch mal. Die Söldner voran. Warte mal. Kommt mal hier hin. Ihr Reiter. Dahin. Wir sind ein bisschen umringen. So, jetzt sind sie umringt. Euer General hat sein Leben weggeworfen. Und ist nun Futter für die Aasfresser. Seinen Männern könnte es ähnlich ergehen. Wo ist der denn gestorben? Ach, weil ich die Reiter in die Dings... Ja, scheiße. War mein Fehler. Ja, fuck. Ja, dass ich die Generale auch mal mit in den Krieg schicke. Irgendwann, ich wusste, irgendwann rächt sich das. Irgendwann rächt sich das. Ja, das war jetzt selten dämlich. Die Generale hätten wir echt noch gebrauchen können. Ich lach doch eh schon gewonnen. Klasse. Haben wir zwar die Stadt eingenommen, aber ein General weniger. So viel haben wir von den Generälen leider nicht. So. Ich glaube, der zweite General ist, der in der Schlacht gestorben ist. Also wir hatten den einen ja schon mal gegen Makedonien verloren. Da haben wir wirklich eine heftige Schlacht gekämpft. Hier war das jetzt einfach nur, wir haben eh schon gewonnen.
Und dann habe ich halt die Reiter in die Hopliten geschickt. Ja, das war nicht so schlau, ne? Das war nicht meine taktische Glanzleistung. Ich glaube, ich werde nach der Folge auch, man merkt, dass du bist ein bisschen ruhiger. Ich bin ein bisschen müde. Vielleicht, dann macht man so Quatsch. So. Die letzten 5 Mann, oder wie sind das? 6 Stück. Leben noch. Oh, wie sah hier so Reihe und Glied steht und gegen die 5 Leute da noch kämpfen. Wir könnten da wirklich einfach mal hier. Komm, könnt ihr nicht einfach umringen kurz? Dass wir da jetzt nicht ewig noch kämpfen müssen. Ja, genau. Jetzt kommen die Spartiaten. Guckt das mal an. Die erledigen jetzt das Job. Wir haben ja auch gedacht, was macht ihr denn da stundenlang? Braucht ihr da, um die 3 Männer da zu erschlagen? Jetzt machen die Spartiaten den Job. Dieser heldenhafte Sieg ist der griechischen Soldaten würdig. Ja, ein schöner Sieg, aber wir haben einen dämlichen General verloren. Das ärgert mich immer noch. So. Erlebende 300 Mann verloren. Das ist auch nicht so super. Also das ist echt keine gute Bilanz hier unten. Verlasse die Armee. Dann verlasse die Armee nicht wirklich. Der war einfach nur gestorben, der General. So. Wir besetzen das Ganze mal hier. Besetzen. Sehr gut. Die scheinen noch eine Stadt zu haben. Bin ich mal gespannt, ob man die schon sieht auf dem Kartenoverlay. Hier oben. Es könnte die letzte Stadt von Thrakien sein. Wie viele Regionen haben wir? Einmal schauen. In die Übersicht. 17. Ha! Wir müssen echt nur noch Thrakien besiegen. Oder? Ich guck noch einmal hier Finanzen. Ja, wo ist das? Siedlung militärische Agenten. Alter 49. Wo haben wir denn jetzt hier die Übersicht, wie was wir noch für als Siegbedingungen haben? Halte 15 Siedlung besitzen. Ja gut, das haben wir. Ja, wir müssen nur noch Thrakien besiegen. Sehr schön. Dann haben wir die kurze Kampagne beendet. Und dann könnt ihr dann entscheiden, ob wir das weiterspielen. Aber das ist, denke mal, noch ein, zwei Folgen werden wir noch spielen. Auf jeden Fall. Jetzt würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.